Bei einem Brand im Hotel Lahnblick am Höhenweg 10 wurden am Donnerstagabend in Bad Laspe gegen 23.10 Uhr zwei Personen durch Rauchgase verletzt. Sie mussten ärztlich versorgt werden und wurden dann in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand in einem Technikraum im Kellergeschoss lokalisieren. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Objektart Hotel wurde Großalarm gegeben. Zur Einsatzstelle rückten nicht nur Kräfte aus Bad Laspe, sondern auch Kräfte aus dem gesamten Siegerland an. Der Leiter der Feuerwehr Bad Laspe, Stadtbrandrat Inspektor Dirk Höbner, erklärt uns: Hat gebrannt in einem Abstellraum. Die Feuerwehr ist über Feuer 5 alarmiert worden. Das Hotel war belegt mit 40 Gästen. Es sind zwei Personen durch Rauchgasinhalation verletzt worden. Die sind auch dem Krankenhaus zugeführt worden. Die anderen Hotelgäste wurden in einem nahegelegenen Gymnasium untergebracht. Sicherlich auch nicht ganz einfach die Anfahrt der Feuerwehrkräfte an diesem Abend. Teilweise aus dem Siegerland und aus dem benachbarten Berleburg alarmiert. Und bei den Witterungsverhältnissen ist die Anfahrt natürlich entsprechend länger. Aber die Kräfte vor Ort waren ausreichend, um das Geschehen in den Griff zu kriegen. Die Höhe des Sachschadens kann auch nicht beziffert werden. Der eigentliche Brandort im Kellergeschoss wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache sind eingeleitet.